Ja, Beseder, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Erev Tov. Wir fangen Shiur Parashat Shavua, wie jeder Donnerstagabend. Parashat Shavua, Parashat Shlach. Ist gerade andere Parashat als in Israel. Schon viele Wochen, schon Differenz mit Israel. Aber wir sind Parashat Shlach. Und kann man sagen, also es passt mehr die Zeit von Parashat Shlach, was wir lesen, als in Israel gelesen wurde, weil die Zeit von der ganzen Geschichte von der Parasha, es ist in die kommende Woche, in die kommenden Tagen, wir werden gleich erzählen. Parashat Shlach ist ganz besondere Parasha, die Parasha mit der berühmten Geschichte mit den Meraglim, die Spionen, die 12 Meraglim, die 12 Spionen, was Moshe Rabbeinu gesendet hat, Moshe Rabbeinu geschickt hat zum Israel, Land Israel, um Latour et Aretz zu suchen, zu sehen, einen Eindruck zu bekommen. Und die Meraglim, die 12 Meraglim, die 12 Spionen waren 40 Tage in Israel. Und die zurückkamen am Tisha B'Av, 9. Av. Und die haben schlechte Bericht über Israel erzählt. Und wegen dem, Bnei Israel sind geblieben in der Wüste 40 Jahre. Das war die Strafe, dass diese geblieben 40 Jahre. Zum Ersten wollte der liebe Gott vernichten, das ganze Volk. Und Moshe Rabbeinu hat stark gebetet, stark gedankt. Und später, der liebe Gott hat das ausgewechselt auf die Strafe von 40 Jahren. Und während die 40 Jahre sind die ganze Generation, die alle Männer, was waren über 20 Jahre in diesem Zeitpunkt von Yetziat Mitzrayim, die sind alle gestorben, geblieben in der Wüste, Dor HaMidbar, die sind dort geblieben und die neue Generation reingekommen in Israel. Das ist in grob die ganze Geschichte, was erzählt uns die Tora. Und jetzt sehen wir also ein paar Einzelheiten und später verstehen wir die ganze Inhalt, die ganze Punkt von dieser Geschichte von dem Meraglim. Also fängt an die Parasha, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. Du sollst schicken, du senden Menschen, die sollen einen Bericht geben über Israel. Bald sehen wir genau, welchen Bericht oder etwas anderes, aber auf jeden Fall, das war die Aufgabe, die soll gesendet werden, die soll hingehen und die sollen Latour, die sollen sehen, Touristen sein, die sollen sehen, was in Israel gibt und die sollen einen Bericht geben. Rashi sagt sofort, Lama nismecha parashat meraglim le parashat Miriam. Was ist die Verbindung zwischen unserer Parasha mit der vorherigen Parasha? Die vorherige Parasha, wir haben nicht erzählt alles am letzten Shiur, wir haben nur in kurz. Die vorherige Parasha war beendet gerade mit der Geschichte über Miriam. Miriam, die Schwester von Moshe, Miriam Aneviya, die Prophetin Miriam, was sie hat Lashon Hara gesprochen über Moshe Rabbeinu. Die Geschichte war dort, dass sie hat gesagt, wieso Moshe Rabbeinu hat scheiden gelassen seine Frau Zipporah. Wieso er lebt nicht, er hat kein normales Familienleben. Weil er ist ein Prophet, wir sind auch Propheten. Und sie wusste nicht, dass Hashem hat sowas gesagt, oder auf jeden Fall bestätigt, was Moshe Rabbeinu gemacht hat. Moshe Und weil er sie gesprochen hat, die Lashon Hara, hat sie eine Strafe bekommen, hat sie eine Strafe erhalten von 7 Tagen. Die 7 Tage, sie war Zarat, sie war Metzora. Sie war Metzora und die Zarat hat gedauert 7 Tage. Der 7. Tag gerade war am Chafchet Sivan, 28. Sivan, war der 7. Tag von die Zarat, von der Strafe, von dem Ausschlag, von der Strafe von Miriam Neviah. Und alle haben gewartet auf ihr. Alle haben gewartet auf ihr. Und später, die sind weggefahren von dort und von dort, bei Chazerot, von dort, Moshe Rabbeinu geschickt hat die
zwölf Spionen. Das war ein Tag später oder nach der Meinung von Talmud Bavli, es war in dem gleichen Tag, so sieht aus, am Chafchet Sivan wurden die Mirakel verschickt worden, am 28. Sivan. Entweder nach Rashi wahrscheinlich, das war ein Tag später, 29. Sivan, aber es sieht aus nach dem babylonischen Talmud, das war am Chafchet Sivan, 28. Sivan. Auf jeden Fall, wie soll nicht sein, das war ganz, ganz nah, also am gleichen Tag oder einen Tag später. Und sagt uns Rashi, dass die Reshaim, die Meraglim, die Spionen gesehen haben, lefische Ra'u, Reshaim alalu Ra'u, die gesehen haben, was ist dort passiert mit Miriam, dass sie hat besprochen Lashon Hara und die haben Lola Khumusa, die haben keine Anweisung an sich genommen, die haben nicht verstanden, was ist die Lehre, das soll man davon rausnehmen. Ist. Deswegen sagt uns die Torah, das ist die Verbindung. Die gesehen haben, was passiert mit Miriam und trotzdem, die haben gesprochen Lashon Hara über Eretz Israel, über Land Israel. Und deswegen, das ist die Verbindung. Chas v'Shalom, Gott behüte, zu vergleichen die Chet HaMeraglim mit Miriam HaNeviah. Was Miriam, die Prophetin Miriam hat gesprochen über Moshe Rabbeinu, das war etwas Gutes, der hat gut gemeint. Und die Konsequenzen auch waren keine schlechten Konsequenzen, nur eine Strafe, dass sie eigene Strafe bekommen. Aber die Sache ist, was die Reshaim doch, die Meraglim sollten rausnehmen, eine Lehre von der Geschichte von Miriam, ist, wie Rashi sagt, Lefi shelakta al iskei diba. Was bedeutet iskei diba? Beschäftigung von Lashon Hara. Wir haben gesprochen letzte Woche, Shabbos, in die Synagoge. Was bedeutet iskei diba? Iskei diba bedeutet nicht, dass die Sache, was sie gesprochen hat, Lashon Hara. Die Fehler von Miriam war, dass sie gesprochen hat, sie hat beredet. Sie war beschäftigt damit. Anstatt zu gehen direkt an Moshe Rabbeinu und sagen, hör mal, mein Bruder Moshe, ich finde das, was du machst, ist nicht gut. Anstatt sowas zu machen, sie ist direkt zum Aharon gegangen und nur mit Aharon gesprochen. Iskediba. Das ist Beschäftigung, dass sie hat darüber gesprochen. Und das war quasi der Fehler, der Fehler von Miriam HaNeviah und dafür sie bestraft wurde. Und darüber hinaus sagt weiter unsere Parasha, dass die Meraglim haben das weitergesehen und einen Tag später, die haben die gleiche Fehler, also viel schlimmer selbstverständlich, was die gemacht haben, ist Kediba, weil im Prinzip, bald besprechen wir also ganz lang, aber nur zu verstehen, also diese Idee, was ist die Fehler eigentlich von dem Raglim? Wir haben doch gesagt, Moshe Rabbeinu hat sie geschickt und er hat sie gegeben, eine Aufgabe, einen Auftrag, die sollen einen Bericht geben über Israel. Und die haben tatsächlich so gemacht. Die haben, was die gesehen haben, und das war echt die Wahrheit, was die gesehen haben, dass die Riesen waren dort, die Goyim waren doch ganz Riesen, ganz große Menschen und starke Menschen, mächtige Menschen und es ist sehr schwer. Bald sehen wir genau, wo ist der Fehler. Aber im Prinzip, nach dieser Methode, wo ist das Problem? Die haben doch den Bericht nach ihren Augen, nach ihrer Meinung, was die gesehen haben, die haben gegeben den Bericht und alles in Ordnung. Aber das ist gerade das Problem. Genau die Eskediba, Beschäftigung, dass die haben die ganze Nacht den Bericht gegeben, anstatt zu kommen an Moshe Rabbeinu und sagen, Herr mal, Moshe Rabbeinu sowas und sowas gesehen haben, also Bericht zu geben. Nein, die haben gesammelt die ganze Am Israel. Die haben angefangen weinen. Die haben angefangen besprechen. Das heißt, nehmen wir an sogar, das war ein guter Bericht oder ein echter Bericht. Bald sehen wir andere Erklärungen. Aber nehmen wir nach dieser Methode, nehmen wir an, dass die waren schon richtig. Die haben schon alles gute Bericht gegeben. In diesem Sinn, dass die haben die Wahrheit erzählt. Aber das Problem ist, was Rashi sagt, iskediba, dass die waren beschäftigt damit, dass die haben gesagt, so die Meinung, was wir haben verstanden, wie soll unser Zugang zum Erz Israel sein, haben die darüber gesprochen und verbreitet. Und wir können es nicht, wir werden es nicht schaffen. Das ist der Fehler, was die gesehen haben bei Miriam.
und die haben Lolakhu Musar und die haben das nicht bei sich erfüllt. Genau das ist die Sache. Sogar wenn du siehst und du findest etwas nicht in Ordnung und du findest etwas, was ist negativ ist und du meinst, dass du bist doch als Gesendeter von Moshe Rabbeinu, du musst doch schon den Bericht geben und die Wahrheit erzählen, aber trotzdem, es gibt einen Weg, wie zu machen. Du meinst, dass das ist der Bericht, was du hast gesehen, als Spion, als Auskunftsmensch. Als Auskunftsmann kein Problem. Geh zu Moshe Rabbeinu, erzähl ihm die ganze Sache und fertig. Du hast erfüllt deine Aufgabe und damit ist alles finito la comedia. Aber damit, dass du machst davon, und die haben alle gemacht davon eine ganze Eisek, Beschäftigung, eine ganze Geschäft damit gemacht. Die haben darüber die ganze Nacht gesprochen. Das ist der Fehler. Das, was Rashi sagt uns. Lefische lakta al iskei diba shelibra beachicha vershaim alalu ra'u velo lakhu musar. Okay, das ist die erste Rashi. Die zweite Rashi, Schlach Lecha, sagt Rashi, und das ist von der Talmud, sagt es, ein Zitat aus der Talmud, Schlach Lecha le da'atcha. Das heißt, Hashem sagt, also ganz einfach, von mir heraus brauchst du keine Meragdim zu schicken. Brauchst du keine Auskunftsleute zu schicken, Spionen, weil ich habe doch versprochen, das ist alles in Ordnung. Eretz Zavat Chalav Udvash, das ist ein gutes Land, dann wozu brauchst du Menschen zu schicken? Aber Ledatcha, wenn du willst, das ist deine Entscheidung. Moshe Rabbeinu war die Meinung, dass es gut zu schicken, um zu überzeugen, um zu begeistern und zu beeinflussen, die Juden, die sollen haben, eine gute Wille nach Israel zu gehen. Aber ganz einfach sagt uns die Torah, Schlach lecha ledatcha, ani eini mitzaveh lecha, ich befehle dir nicht, die Spionen zu schicken. Wenn du willst, zu senden die Spionen, das ist deine Entscheidung, darfst du das machen, das ist kein Problem. Aber sagt Rashi am Ende, chayecha, chayem, shani notel haim akom litot bedivra megelim, am Ende, wenn sowas passiert, es kann sein, später kommt eine negative Konsequenz. Und so ist es passiert. Aber nur, bevor ich gehe zu dem zentralen Punkt, was ich wollte sagen, in diese Thema von Schlach Lecha Ledatcha, es gibt eine sehr interessante Pirush von Rabbeinu Bechaye, Schlach Lecha Ledatcha, was bedeutet Schlach Lecha Ledatcha? Sagt er Letovatcha. Weil die ganze Situation, was ist jetzt passiert, dass die Meraglim, die Spionen, haben gemacht einen Fehler und die haben einen schlechten Bericht und darüber hinaus, also geblieben die Juden sind geblieben 40 Jahre in der Wüste, am Ende war es gut für Moshe Rabbeinu. Schlach lecha ledatcha, letovatcha, es ist für deine Teufel, für deine Gunst. Wieso? Weil Moshe Rabbeinu könnte doch nicht reinbringen die Juden in Israel. Das war schon eine Gzera, wie es steht schon in Shirat Hayam, Adi Avor Amcha Hashem, Adi Avor Amzu Kanita, dass Adi Avor Amcha Hashem, Moshe Rabbeinu selbst sagt, dass das Volk wird reinkommen in Israel ohne mich. Das heißt, das war schon entschieden von vorher. Und deswegen, wenn es wäre so passiert, dass Moshe Rabbeinu, hätten die Juden sind reingekommen in Israel sofort, ohne die ganze Geschichte, bevor die ganze Geschichte von Ibrahim, dann Moshe Rabbeinu sollte, Gott behüte, vorzeitig sterben. Und das, was die Meraglim haben verursacht, dass Bnei Israel sollen, die Juden sollen bleiben, 40 Jahre in der Wüste am Ende, das war schon gut für Moshe Rabbeinu, weil er könnte bleiben noch 40 Jahre im Leben. Das ist interessant. Okay, Klammern zu, das war Pirush von Rabbeinu Bechaye, sehr interessant. Aber was bedeutet also Schlach Lecha Ledatcha? Wir haben doch zwei Pirushim gesagt, eine einfache von Rashi, eine von Rabbeinu Bechaye, aber die Sache Schlach Lecha Ledatcha, was heißt es? Wieso? Wenn es ist gut, kann man doch fragen, wenn es ist gut, dann wieso Hashem sagt, man soll nicht schicken Malachim, man soll nicht schicken Meraglim. Wenn es ist nicht gut, wieso Hashem lässt an Moshe Rabbeinu, dass er soll doch schicken Meraglim an Israel. Es ist gut oder nicht gut? Es ist positiv oder negativ? Wenn es ist negativ, man soll nicht geschickt werden. Ob es ist positiv? Doch.
die ganze Torah und die ganze Mitzvot und insbesondere diese Sache auch von reinkommen in Israel. Moshe Rabbeinu wollte, dass die Juden von sich selber, die soll überzeugt werden und die soll haben eine eigene Wille, nach Israel zu gehen, nicht weil Hashem gesagt hat, sondern weil die werden überzeugen, weil die werden willen, dass die sollen in Israel gehen wollen. Bald sehen wir, das hat zu tun mit die ganze Fehler, was die Meraglim hatten. Aber wir sehen schon von vornherein, von Anfang an von der Geschichte, dass Hashem, die Tora, Moshe Rabbeinu, haben gestellt, die ganze Thema von Reinkommen in Israel und die ganze Sache von den Meraglim, es ist Ledatcha, das ist etwas, was ist keine Gzera, es ist kein Befehl von oben, sondern das ist etwas, was es hängt an der freien Wahl von Am Israel. Das heißt, wenn Am Israel will, wenn die wollen, nach Meraglim zu schicken, sollen die schicken. Weil die ganze Sache ist, dass wir wollen, Hashem wollte, dass die ganze Verbindung von Am Israel mit Eretz Israel, mit das Land Israel, mit Torah, mit Mitzvot, soll gemacht werden, soll sein, nicht nur mit so einer Art und Weise, weil dass es kommt ein Befehl von oben und wir sollen das erfüllen, sondern wir von unserer Seite, von unserem Verstand, von unserer View, von unserer Sehen, sollen wir verbunden werden, gerade mit Land Israel, mit Torah und mit Mitzvot. Deswegen Hashem hat von vornherein gesagt an Moshe Rabbeinu, nicht, dass er war nicht einverstanden, doch er war einverstanden. Aber er hat gesagt, dass sowas muss gemacht werden, dass die Verbindung von Am Israel, von das jüdische Volk mit Land Israel, soll gemacht werden, Ledatcha bedeutet mit deinem Einverständnis, von deiner Entscheidung, dass etwas, was muss kommen, von unten nach oben und nicht von oben. Deswegen die ganze Parasha hat sowas gemacht. Deswegen, man schickt jetzt Meraglim, um wirklich zu sehen und zu kontrollieren quasi, was geht in Israel, weil wir verstehen, dass wenn Hashem will uns bringen in Israel, er kann uns bringen al Kanfei Nesharim. Er kann uns bringen auf die Wolken, mit Wolken kann er uns bringen, oder mit Adlern, oder mit was er will. Aber die ganze Führung von Am Israel, wenn die reinkommen in Israel, es ist anders, als es war in der Wüste und bei dem Auszug aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten war mit Nissen, mit Wundern. Die ganze Benehmung von Hashem mit Am Israel in der Wüste war in einem Weg von Nissim, von Wunder. Aber wir besprechen jetzt in die nächste Phase, in die nächste Zeitschnitt. Wenn die ganze Zeit in der Wüste ist schon zu Ende und man kommt rein jetzt in Israel. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sich benehmen? Dort müssen wir sehen mit unseren Augen, mit einem natürlichen Weg, ob es funktioniert, wie kann es funktionieren und so weiter und so fort. Und deswegen schlach lecha le da'atcha, dass es ist, hängt an deiner Entscheidung, hängt an die Wille von Am Israel, von den Juden, ob die wollen sowas zu machen. Wenn die wollen, schicken Meraglim, so wie jeder Volk, was bevor die kommen in andere Stadt, die wollen schon sehen und Auskunft bekommen. Was ist dort genau? Sollen die machen. Und deswegen, Hashem hat so gelassen an Moshe Rabbeinu, an Am Israel, die sollen sowas machen. Dann die ganzen Kommentatoren da und der Ramban Berosham, der Nachmanides, die fragen alle, was ist wieder, wir haben das vorher kurz erwähnt, was ist die Fehler von dem Raglim? Wieder die Frage, was ist die Fehler von dem Raglim? Wo sind die gefallen? Wo ist das Problem? Moshe Rabbeinu hat sie geschickt und die waren Kulam Anashim, die waren Tzadikim, so wie Rashi sagt, Anashim, Kulam Kshirimayu. Aber Moshe Rabbeinu hat sie gegeben, eine klare Aufgabe,
einen klaren Auftrag sie gegeben. Vayishlach otam Moshe latur et Eretz Kenan, vayomer aleihem aluze banegev alitem et ha'ar, man soll gehen in Negev, man soll gehen in die Berge, ruetem et ha'aretz ma'i, die sollen sehen, wie gut ist das Land, wie stark ist das Volk. Er ist stark, er ist schwach, er ist groß, er ist klein, die sind wenige Menschen oder mehrere Menschen. Und alles, und welche Früchte dort gibt's, und alles haben die gemacht, dann, und die sind zurückgekommen. Okay, vorher haben wir erklärt, weil die haben zu viel gesprochen. Es gibt noch eine Erklärung, was viele sagen, dass die verschickt wurde mit dem Auftrag zu sehen, nicht ob können wir das schaffen, sondern wie kann man das schaffen. Das heißt, Moshe Rabbeinu hat sie nicht gebeten, in den Bericht, die sollen geben einen Bericht mit dem Ergebnis, ob können wir das schaffen oder nicht. Das hat er nicht gefragt. Der Auftrag, was er hat sie gegeben, ist, zu sehen, was ist der beste Weg, um zu erobern, um zu reinkommen. Und die sollen einen Bericht geben, wie groß, wie stark, aber nicht mit dem Ergebnis, ob die unterste Reihe ist, können wir das schaffen oder können wir das nicht schaffen. Das hat sie nicht gegeben, die Auftrag. Der Auftrag wurde ganz klar, einen Bericht zu geben, wie kann man das schaffen, in Israel reinzukommen, was ist die beste Seite, um anzufangen, wo ist der beste Weg reinzukommen, aber nicht mit dem Ergebnis, dass die sollen uns sagen, okay, wir schaffen das nicht. Wir können es nicht schaffen. Das wurde nicht gegeben. Und das war die Sünde, das war die Fehler von dem Raglim, dass die haben gesagt, Chazakum imenu, die sind stärker als uns und wir können es nicht schaffen. Lo nuchal. Wir werden das nicht schaffen, reinzukommen dort. הארץ אשר עברנו בלטור את הארץ הכל את ישבי האי וכל עם אשר היינו בתוכן שם מידות ולמה השם הביא אותנו לארץ הזאת וירקננס נשמחם Das ist die Fehler. Das ist eine Methode in die Kommentaren, wie zu verstehen da die ganze Geschichte. Das heißt, das war die Zorn, das war die große Fehler von dem Raglim, dass die haben sowas gemacht. Die haben sowas gesagt, etwas, was wurde, die wurden nicht beauftragt und trotzdem haben die sowas gesagt. Aber, wobei die anderen Kommentatoren, die sagen, das ist nicht unbedingt so, weil wir sehen, dass Kaleb und Joshua, die zwei, was die Kaleb und Joshua, die zwei, was waren nicht teilgenommen in die ganze Methode von dem schlechten Bericht, von dem negative Bericht über Israel, die haben sie gestoppt, schon im Anfang, bevor die haben das Ergebnis gestellt. Deswegen, es gibt solche, was sind nicht einverstanden mit dieser Methode, aber auf jeden Fall, es gibt mehrere. Ich werde jetzt sagen, also zwei Erklärungen. Die erste, Al-Derech Hapshat, also die einfache, und später sehen wir Al-Pi Chassidut. Also, in Anfang will ich so sagen. Wie gesagt, die Meraglim, Kulam, Anashim, Rashem, Israel, immer, die waren doch die Spitze von Am Israel, die waren doch die Priester von den Stämmen, die waren doch Kulam, Anashim, Ksherim, die waren doch Ksherim, die waren doch sehr hohe Menschen, sehr heilige Menschen. Und trotzdem haben die sowas gemacht, aber nicht, weil die haben nicht geglaubt in Hashem. So wie werden steht in Gemore, ki chazak umenu, Rashi bringt chazak umenu, dass quasi die gesagt haben, dass die Völker, die 31 Völker, was die Bewohner von Israel, die sind quasi noch stärker als Reboine Shelolim, als liebe Gott. Das ist doch, wie kann man sowas sagen? Die Antwort ist ganz einfach. Und habe ich das vorher ein bisschen angefangen zu sagen, werde ich jetzt ein bisschen verbreiten, die ganze Idee. Also, die gesagt haben, die Meraglim, was wie gesagt, die waren schon Kshirim, die waren schon
Menschen, was die haben schon selbstverständlich geglaubt in Hashem, die haben großes Verstand hatten in Torah und in Mitzvot. Und die wurden beauftragt mit so einer Schlichut, mit so einem Auftrag. Und man lernt auch, also man soll wissen, dass man das halachisch, woher wissen wir überhaupt, dass sein Minyan enthält Minimum 10 Menschen, wir lernen das von unserer Parasha, von dem Raglim. Weil es steht doch in der unserer Parasha, Ad matai la'ida hara'a azot. Bis wann kann ich noch ertragen diese negative Gemeinde? Und was ist Eida Razot? Die sind doch die Meraglim. Wie viel waren die Meraglim? 10. Warum? Wobei, die waren doch 12. Aber Yeshua und Kalev, so wie habe ich vorher gesagt, die haben doch nicht teilgenommen in diese ganze Geschichte, die ganze Lashon Hara. Deswegen geblieben doch 10. Und das ist die Quelle, woher wir lernen heraus, dass jeder Minyan, jeder Eida muss enthält 10 Menschen mindestens. Auf jeden Fall, aber das, dann war, was war gerade da die Idee von dem Raglim? Die Raglim haben sowas gesagt. Es gibt einen klaren und deutlichen Unterschied zwischen zwei Benehmungen wie der Oberste vierte Welt. Es gibt einen Weg wie der Oberste vierte Welt, das ist ein Weg von Teva, von Natur. Und es gibt einen Weg wie der Oberste vierte Welt mit Meala Teva, ein übernatürlicher Weg. Weg von Nissim, weg von Wundern. Und das ist, was habe ich vorher gesagt, der Weg, wie der Eubester ausgezogen, Bnei Israel aus Ägypten, das war doch der Weg, dass Ani Hashem, der Eubester selbst, ist runterkam, Ani Hashem, Ani Velo Acher, Ve'avarti Beretz Mitzrayim, und der Eubester hat sie ausgezogen, Asher Hoceiti Etchem, Kanfei Nesharim, Vavi Otchem Elai, später war Matan Torah, später in der Wüste, war doch Mann, runterkam von Lechem in Hashamayim, und das die gegessen haben und die hatten keine Sorgen und die ganze Milchamot, die ganze jeder Krieg, jeder Kampf mit anderen Volk, die haben besiegt mit Ananea Kavod, mit den Wolken. Hashem hat sie geholfen, weil Hashem hat sie geführt, Am Israel, und hat benommen gerade mit Am Israel mit einem Weg von über die Natur. Bei so einem Weg, die Meraglim waren ebenso einverstanden, dass wenn es gibt so einen Weg, wie der Oberste benimmt mit Am Israel, mit der Welt, mit so einem Weg, selbstverständlich können wir alles schaffen. Man kann alles schaffen. Wir können das, das ist kein Problem. Wir machen das. Wir können es schaffen, das ist kein Problem. Das kann man schaffen. Warum? So wie Kalev hat gesagt, hat geschrien ab dem Raglim, wieso sagt ihr, dass der Oberste kann sowas machen? Hallo, na'ale, ve'erashnu taki achol nuchala. Und wie Rashi sagt, was? Hallo, karalanu tayam, orilanu taman, vigizanu taslam. Zwei, drei Beispiele bringt er also, weil er hat doch gespalten das Rote Meer und er hat runtergebracht den Mana und gegeben uns das Slav. Dann selbstverständlich kann er weiter schaffen, um reinzukommen, um uns reinzubringen in Israel. Wo ist das Problem? Gegen Pharao, er konnte doch kämpfen und gegen die anderen Könige, die Melachim, wobei die waren viel stärker. Er kann es nicht machen. Was ist das? Der Oberste kann es nicht schaffen. Lass es doch benutzen. Dann selbstverständlich, die Meraglim ebenso, die waren doch Anashim, die waren doch Kscherim, die waren doch besondere Menschen. Selbstverständlich wussten die das und geglaubt, sowas kann man machen. Was die Meraglim haben doch gesagt, aber es ist etwas anderes. Was die Spionen gesagt haben. Das alles ist in der Wüste da. Aber wenn wir kommen rein in Israel, dann es gibt keinen Weg mehr von Nissim, von über die Natur. Der Oberste benimmt mit uns und mit der Welt damals mit dem ganz normalen, natürlichen Weg, der Weg von Natur, wie der Oberste die Eigenschaften von Welt, wie der Oberste hat eingeführt in Welt, alles nach den Regeln und den Anweisungen, wie der Oberste hat erschaffen in Sheshet Yemei Bereshit. Das ist Bederech HaTeva. Ve'asafta deganecha ve'tiroshcha ve'tzarecha
man soll arbeiten, um ein Brot zu schaffen und ein Brot zu backen. Es ist ein ganzer Prozess. Man muss einpflanzen, man muss pflücken und so weiter und so fort, bis es kommt Brot. Das heißt, man muss schwer arbeiten, bederach Teva, ganz normal, weil das will die Torah. Und dann haben gesagt die Meraglim, solange wir sind in der Wüste, sicher kann man schaffen, wir können alles besiegen. Das ist selbstverständlich. Aber wenn wir kommen rein in Eretz Israel, in Land Israel, und dann fängt an eine neue Phase im Leben, fängt an die normales Leben, in die normales Leben, nach den Gesetzen von der Natur, das kann man nicht schaffen. Wir sind nicht stärker als die Könige, was waren dort. Solange wir sind da unter der Begleitung von Nissim, von Wundern, können wir das alles schaffen. Weil der Oberste schafft alles für uns. Aber wenn wir als Menschen, normale Menschen, kommen wir rein in Israel und beginnen wir neue Phase im Leben, ganz normale, natürliche Weg nach den Gesetzen von Natur, das kann man nicht schaffen. Weil die sind viel stärker und viel mächtiger als uns. Logisch. Das ist Logo, das ist ganz, die haben gesagt, eine gute logische Idee. Wie kann man sowas schaffen? Solange wir sind da, kann man schaffen. Wenn wir kommen rein in Israel nicht, dann wo ist das Problem? Die haben doch einen guten Bericht bekommen, gute Berichte gegeben. Aber trotzdem, das war die Fehler von den Meraglim, und dass Yeshua und Kaleb waren dagegen. Yeshua, was er hatte, die Begleitung von Moshe Rabbeinu, dass Moshe Rabbeinu hat ihm, bevor er ist rausgegangen mit dem Meraglim, er hat ihm den Namen geändert. Anstatt Hoshea hat er gegeben den Namen Yehoshua mit Jud, Kai Yoshia Hamazat Meraglim, der Oberste soll die retten von den Tricks von dem Meraglim. Und ebenso Kaleb ben Yefuneh, was er hatte keine direkte Begleitung von Moshe Rabbeinu, aber trotzdem steht geschrieben, zum Erst, was hat er gemacht? Alach Kaleb ben Ishtateach al Kivre Avot Bechevron, sagt uns die Gemore. Bei Avot Chevron, Kaleb ben Yefuneh ist hingegangen in Chevron und dort in Marat Machpela, bei den Avot, die hatten die Begleitung und die Hilfe und die Kraft bekommen von den Avot, von unseren Vorvätern und von Moshe Rabbeinu. Und die waren die Einzigste, was die hatten, die richtige Meinung. Und die richtige Meinung ist, dass Kaleb gesagt hat, ja, ihr habt recht. Wenn wir kommen in Israel, es gibt keinen Mann mehr, es gibt gar nicht mehr. Aber trotzdem, trotz die neue Phase im Leben, was wir beginnen, was wir fangen, wenn wir kommen rein in Israel, und haben wir quasi keine Wunder mit uns mehr nicht. Und wir sollen quasi auf unsere eigene Kräfte zu verlassen. Trotzdem, der Oberste ist immer mit uns. Alona ale ve'arashnuta ki yachol nuchala. Es ist kein Widerspruch. Von einer Seite, der Oberste erwartet von uns, wenn wir kommen rein in Israel, dass wir sollen alles anfangen. Wir sollen anfangen mit unseren Kräften, mit unserer Erfahrung alles selbst machen. Aber trotzdem, der Oberste wird uns nicht verlassen. Und der Oberste ist immer mit uns und wird mit uns sein, und er wird uns helfen. Und deswegen, ki yachol nuchala, wir werden es schaffen. Es ist keine Frage, wir werden es schaffen auf jeden Fall. Und das ist die Pasuk, was steht in Tehilim, was steht, Uberacha Hashem Elokecha bechol asher ta'aseh. Von einer Seite, das ist doch ein großes Fundament in Judentum. Von einer Seite, bechol asher ta'aseh, du musst selber tun, man muss selber arbeiten, man muss alles machen, und kann man nicht ein Nest immer erwarten, dass der Oberste soll uns ein Wunder machen. Wir müssen alles machen, mit den Gesetzen von der Natur, nach dem normalen Weg im Leben.
Aber von der anderen Seite, wir sollen sicher sein. Und das ist die Anweisung, was wir nehmen, die Lehre, was wir nehmen, gerade von Parashat HaShavua, Parashat Shlach, Latura Ta'aretz, wir müssen wissen, dass wenn der Eibeshter hat uns gegeben die Mitzvot, wenn wir bekommen irgendwie einen Auftrag von dem Gott, von Hashem, von der Tora, das selbstverständlich, das ist in unsere Kräfte, das können wir das schaffen. Das kann man das schaffen, das ist keine, wir können das machen. Das ist keine Frage. Es ist keine Zweifel. Nur, es sieht aus, dass wir müssen alles schaffen mit unseren Kräften. Aber wir müssen wissen, dass der Eibeshter steht, und der Eibeshter steht immer auf unserer rechten Seite und er wird uns helfen, alles zu schaffen, um zu erfüllen unsere Auftrag und zu erfüllen unsere Aufgaben. Das ist keine Frage. Und das war gerade der Fehler von dem Raglim, dass die haben wirklich ein großes Unterschied gemacht, einen Schnitt gemacht zwischen die Zeit von Midbar und die Zeit von Israel. Die haben gesagt, Zeit von Midbar ist eine Phase, Zeit von Israel ist eine zweite Phase. Zwischen dem Weg von über die Natur und zwischen dem Weg von Natur. Die sagen, das sind zwei Welten. Die haben recht. Aber trotzdem, der Eibeshter ist viel stärker als beide Welten. Der Eibeshter verbindet beide Wege, beide Benehmungen zusammen. Lemala menateva bateva, dass auch wenn wir gehen in den normalen Weg von Welt, nach den Gesetzen von der Natur, aber trotzdem, wir haben immer die Hilfe und die Unterstützung von Hashem, dass er immer gibt uns die Kraft, dass wir haben die Möglichkeit, und wir werden haben die Möglichkeit, und wir können das schaffen, um zu erfüllen unsere Aufgaben, das ist keine Frage. Und das bringt uns auch zu der berühmten Erklärung, was steht in Chassidut, Likutei Torah von Alter Rebbe. Und in Chassidut wird verbreitet diese Idee. Das ist die Fortsetzung von der vorigen Idee, was ich gesagt habe. Aber das geht ein bisschen tiefer. Das, was die Beraglim wollten, nicht, dass die wollten nicht rein in Israel, weil die haben gedacht, dass dort werden wir das nicht schaffen. Ich werde nicht in kabbalische Worten das sagen, wir lernen das in Shiur Chassidut, sondern was die Miraglim wollten, ist einfach zu bleiben in der Wüste und weiter Tora lernen und weiter sein umgeringelt mit den Wolken, mit den heiligen Wolken, mit Ananea Kavod und nicht reinkommen in Israel, weil wie gesagt, wie habe ich vorher gesagt, es sind zwei Phasen von Leben. Die erste Phase, wenn die Juden waren in der Wüste, die hatten alles bekommen, was die brauchen. Die hatten keine Sorgen. Die mussten nicht besorgen. Kein Essen, kein Trinken. Essen hatten die Mana und auch die Slavs, wie wir gesehen haben, letzte Woche in der Parasha. Die hatten Fleisch auch. Wasser hatten die von Be'erashe Miriam, von der Brunne von Miriam. So wie wir sehen, in zwei Wochen die Parashat Chukat. Und Ananim hatten die Kleider wurden gewaschen und gebügelt. Alles von den Wolken, was war umherum. Die hatten keine Sorgen, die brauchten nicht zu sorgen, nicht zu arbeiten, nur sitzen und Tora lernen den ganzen Tag. Tzadikim, Dora mit Bar. Die haben die Tora erhalten. Die waren beschäftigt mit der Tora 24 Stunden. So wie die Zeit von Mashiach. Und deswegen die Beraglim, die Spionen gesagt haben, wozu brauchen wir doch reinzukommen in Israel? In Israel ist doch eine neue Phase im Leben. Aber wir reden jetzt, ob wir schaffen das oder nicht, sondern wir wollen es nicht. Wir wollen nicht schwer arbeiten. Warum? Weil dann bleibt keine übrige Zeit für Tora lernen. Wenn wir den ganzen Tag beschäftigt mit nachjagen unsere Geld, nachjagen unsere Lizenzen, nachjagen, gehen in Bank und in die Behörde und dann gesund, Chas v'Sholem. Gesundheit, wenn es gibt ein Problem, Chas v'Sholem, Gott behüte, oder in Parnasse, oder mit den Kindern.
Das ist Sachen, was beginnen, wenn wir kommen rein in Israel und brauchen wir, um Brot zu essen, um Panosse zu haben, schwer zu arbeiten. Wer braucht das? Wozu brauchen wir das? Wir können doch hier bleiben. Was haben die gesagt? Eretz ochelet yoshveha. Das ist ein Land, was frisst ihre Bewohner. Was bedeutet ganz einfach, weil viele sind gestorben, wie es ist bekannt in der Geschichte. Aber die haben gemeint, Eretz ochelet yoshveha, dass die Land, die Erde, die Erdigkeit, das heißt die materielle Welt, die materielle Leben, fressen unsere Neshama. Wir wollen rein bleiben, wir wollen heilig bleiben, wir wollen nichts zu tun haben mit der irdischen Welt, mit der Erdigkeit, mit dem materiellen Leben. Wir wollen in der spirituellen Welt bleiben. Wir wollen in die Wüste bleiben und Tora lernen den ganzen Tag. Wir brauchen das nicht, schwer zu arbeiten und zu bemühen, um unsere Parnassa zu bekommen, unsere Gesundheit, die Naches von Kindern, Chinuch, Erziehung. Wozu brauchen wir die ganze Arbeit? Wir können doch hier bleiben in der Wüste und 40 Jahre oder mehr und alles gut. Wo ist das Problem? Wozu brauchen wir doch die ganze Sache? Wir genießen diese Welt. Wir haben doch gutes Leben hier in der Wüste. Das, was die gesagt haben. Wir wollen nicht reinkommen in Israel. Warum? Wir wollen nicht beschäftigt haben mit dem materiellen Leben, mit dem physischen Leben. Wir wollen da bleiben. Wir sind besorgt mit alles. Wir sind versorgt mit alles. Brauchen wir doch gar nicht zu Sorgen zu machen. Alles ist doch in Ordnung. Aber das war der Fehler von Meraglim, wie der sagt uns die Chassidut. Und nur Yeshua und Kalev haben das verstanden. Yeshua bin Nun und Kalev Yefuna haben gesagt, Tova ha'aretz meod meod. Hemal, hier ist gut in der Wüste, selbstverständlich ist gut, wir genießen das Leben. Es ist ein gutes Leben, Geschmackleben, gutes spirituelles Leben, süßes Leben. Aber das ist nicht das Ziel, wozu wir sind verschickt wurde in diese Welt. Das ist nicht, damit erfüllen wir nicht das Ziel, wozu die Tora gegeben wurde hier auf dieser Welt. Die Tora gegeben auf dieser Welt, gerade in die irdische Welt. Warum? Um zu verbinden die heilige Welt, die spirituelle Welt, die Tora mit Mitzvot mit dieser Welt. Und damit, was wir bleiben da in der Wüste, dann können wir das nicht schaffen. Wie kann man schaffen? Nur, wenn wir kommen rein in Israel. Wir arbeiten schwer, wir bemühen uns schwer und dort schaffen wir. Das ist Tova Aretz meod meod. Dieses Land ist gut. Wobei es sieht nicht gut aus. Es sieht aus, dass wir arbeiten schwer und Eretz ochelet yoshveha, es fresst uns. Aber trotzdem, das ist das Ziel. Wir sollen verbinden beide Welten zusammen. Wir sollen verbinden die spirituelle Welt, die Welt von Tora, die Welt von Mitzvot. Mit Olam Hazeh, mit dieser Welt, das ist das Ziel, warum die Welt erschaffen wurde mit so einer Art und Weise. Das ist das Ziel, warum die Tora gegeben wurde an uns. Und damit, wenn wir bleiben in der Wüste, dann kann man das nicht schaffen. Die Meraglim wollten bleiben in der Midbar, in der Wüste, weil die wollten nicht besorgen die andere. Die wollten nicht besorgen die ganze Umgebung. Es ist gut, wenn wir bleiben da, aber die Meraglim gesagt haben, Die Yeshua und Kalev haben dagegen gesagt, nein, Tova Aretz Meod Meod, wir müssen reinkommen in Israel, wir müssen dort arbeiten, wir müssen dort alles machen, die Mitzvot erfüllen, gerade in dieses Welt, in die materielle, physische Welt, und damit verbinden wir, und wir müssen auch selbstverständlich auch besorgen die ganze Umgebung, und damit erfüllen wir die Kavana, die Ziel, die Zweck, warum der Eubester geschafft hat, erschafft hat dieses Welt, Liot lo dira betachtonim, um einen Wohnort für Hashem zu schaffen, zu bauen, zu aufstellen, gerade hier in Tachtonim, hier in unserer Welt. Und deswegen, Yeshua und Kalev haben so gesagt, und die hatten recht. Und das war die Fehler von dem Meraglim. Auf jeden Fall, das ist eine sehr interessante Parasha. Viele Sachen haben gelernt von unserer Parasha. Die Anweisungen ist, dass die Anweisung von der Parasha, die Lehre von der Parasha, dass wenn Hashem sagt etwas, dann die Torah sagt etwas, dann haben wir die Möglichkeit, wir haben die Kräfte dafür.
Und obwohl wir denken, das ist zu schwer, aber der Eubeste gibt uns die Koyach, er gibt uns die Kraft, dass wir werden es schaffen. Und ebenso, was ist das Ziel von dieser Torah? La'asot lo di rabbe tachtonim, zu verbinden die Torah mit Olam Azeh. Das, was wir lernen in der Parasha in kurz, Bezrat Hashem, wir werden das verbreiten, Shabbos in die Synagoge verbringen, Shabbos Mevorchim, Mevorchim Chodesh Tammuz, Mevorchim Gimel Tammuz, nächste Woche Shabbos. Bezrat Hashem, werden wir darüber verbringen. Alle sind herzlich eingeladen. Bis dahin, wir werden wünschen alle, uns alle und euch alle mit dem Wunsch von einer fröhlichen, lechtigen, gesunden Shabbos, Shabbos und Wochim, einen guten Shabbos und einen fröhlichen Shabbos. Amen, amen. Seid alle gesund, stark und fröhlich. Gut Shabbos. Amen, amen. Amen.